dies zeigt uns immer wieder auch die Notwendigkeit, durch diese starke Wetterereignisse in den letzten Jahren, seien es Starkniederschläge mit schweren Folgen durch Erosion oder auch Verschlängung. Man sieht es hier ganz gut auf den Bildern hier. Vielleicht kommen es Ihnen auch bekannt vor, vielleicht haben Sie selber schon so Erfahrungen gemacht, Starkniederschläge oder langanhaltende Niederschläge, dass der Acker überschwemmt wird, die Fläche erodiere und verschlemme. Und auf der anderen Seite dann auch wieder diese starke Trocke- und Hitzeperiode, die den Boden austrockne und die Pflanze nicht mehr versorgt werden könne. Und das sind eben Vorzeichen auch mit dem, was wir rechnen müssen, auch in Zukunft weiterhin und auch zunehmend. Also es werden weiterhin starke Schwankungen von Jahr zu Jahr auftreten. Schwankungen, mit denen musste die Landwirte schon immer klarkommen, aber diese werden wohl extremer ausfallen. Und auch innerhalb eines Jahres die festgefahrene Wetterlage, also Periode, lange Periode von Trockenheit, so wie man es 2018 hatte, wo von April bis September fast kein Regen gefallen ist, je nach Region. Oder aber auch dann auf der anderen Seite diese nasse Periode wie 2017, 18, vor allem in Norddeutschland, wo so viel Niederschlag fiel, dass die Winterung im Prinzip so gut wie gar nicht ausgebracht werden könne. Dann Temperaturanstieg, das können wir alle feststellen. Das betrifft im Prinzip alle Monate im Jahr. Und vor allem sind dann auch die wieder relevant, in denen es um die Anzahl der Hitzetage und Sommertage geht, also die Hitzetage mit mehr als 30 Grad oder auch mit mehr als 25 Grad, die Sommertage, die auch einen wesentlichen Einfluss dann auf die Kultur haben können. Und gleichzeitig haben wir dann eine veränderte Niederschlagsverteilung, also vermehrt Niederschläge im Winterhalbjahr, dagegen dann im Sommerhalbjahr geringere Niederschläge. Und das kombiniert dann mit den ansteigenden Temperaturen oder Hitze in Sommertage, was dann auch zu größerer Verdunstung noch führt. Das kann eben die Kulturpflanze auch so an den Rand der Existenz bringen, sage ich jetzt mal. Extremwetterereignisse werden zunehmen, wie jetzt zum Beispiel auch wieder die Spätfröste. Dann, was jetzt nicht unbedingt negativ ist, aber verlängerte Vegetationsperiode werde beobachtet, also früher Vegetationsbeginn im Frühjahr und dafür auch länger anhaltende Vegetationsperiode bis in den Herbst rein. So. Und dann, um das auch ein bisschen regional anschaulich zu machen, habe ich jetzt hier mal Grafiken mitgebracht, die Klimaprojektionen zeige aus der Region vom Dingenhauser Tal, also wo jetzt unser Landwirt heute Abend, der Bernd Keller, herkommt. Wir arbeiten hier mit Klima-Wetterdaten von AgriForecast. Das ist eine europäische Plattform mit dem A1B-Szenario und Modelle von dem ETH Zürich. Und hier sieht man schon ganz, ganz gut, also das sind jetzt alles Projektionen, also errechnete Wetterdaten für die letzte 30 und die kommenden 30 Jahre bis etwa Mitte des Jahrhunderts. Und man sieht einen doch sehr deutlichen Anstieg von dieser jährlichen Durchschnittstemperatur. Was eben noch wichtig ist dann, dass es einem bewusst ist, dass die Anzahl der Hitzetage, also mehr als 30 Grad, auch ansteige. Und vor allem jetzt wie hier im Juli, August. Also das ist die Zeit, wo der Mais und die Bohne in die Blüte kommen und die Kornbildung und die Hülsebildung beginnt, wo sie dann auch sehr hitzeempfindlich sein können und so hohe Temperaturen den Befruchtungserfolg reduzieren können. Und das zusammen gleichzeitig in dieser sensiblen Phase, so sagen wir, mit einer reduzierten Wasserverfügbarkeit, also klimatische Wasserbilanz. Das wäre Niederschlag minus Verdunstung. Auch im Juli, August. Man sieht auch hier eine abnehmende Tendenz, wobei man schon auch dazu sagen muss, ja, diese Niederschlagsprojektionen sind nicht so sicher wie die von den Temperaturprojektionen. Da sind sich bei den Temperaturen sind sich die Modelle im Prinzip zum Großteil einig,
über die Tendenz, aber bei Niederschläge ist doch immer noch eine größere Unsicherheit. Und hier auch mal klimatische Wasserbilanz im Mai, Juni, das ist dann nach der Saat, im Auflaufe von dem Gemenge. Hier ändert sich jetzt laut den Projektionen nicht so viel, aber das widerspricht so ein bisschen dem, was wir ja die letzten Jahre beobachtet haben, dass doch in vielen Regionen zunehmende Frühjahrstrockenheit auftritt. Und hier muss man dann eben auch ein bisschen vorsichtig sein mit den Projektionen. Dann noch eine weitere sensible Phase ist zur Aussaat bzw. beim Auflaufen, wenn es zu Spätfrösten kommt. Im April, Mai, je nach Aussaat. Die gute Nachricht ist, dass tendenziell die Anzahl der Tage zurückgeht an Spätfrösten. Aber es gibt eben auch immer wieder noch große Schwankungen. Und das heißt, also, es ist kein Freifahrtschein, dass man früher aussehen kann. Je nach Region muss man trotzdem mit Spätfröste rechnen und entsprechenden Saatzeitpunkt und auch die Sorte auswählen. Was auch positiv zu betrachten ist, dass die niedrige Temperaturen im April, Mai, die reduzieren sich. Also es wird wärmer tendenziell. Also da haben meist Bohnen dann gute Bedingungen für das Entwicklungswachstum. Hier noch ganz kurz der Querverweis auf das AVA Web Tool. Das haben wir im Vorgängerprojekt AgriAdapt erstellt und das ist die gleiche Datengrundlage wie jetzt für diese eben gezeigte Grafik. Probieren Sie es einfach mal aus. Loggen Sie sich da ein, gehen Sie auf die Homepage, wird jetzt auch gleich im Chat nochmal angezeigt und wählen Sie einfach ein Raster aus, wo Ihr Betrieb liegt und dann können Sie auch für diese Region dann die Projektionen und auch beobachtete Klimadaten anschaue. Das AVA Web Tool enthält noch ein Quiz zur Frage, alles rund um den Klimawandel und Anpassung. Und im dritten Modul sind viele Anpassungsmaßnahmen für die verschiedenen Bereiche gelistet. Also probieren Sie es einfach mal aus. So, und was können wir jetzt tun? Was kann die Landwirtschaft tun, um dem Klimawandel zu begegnen und den Auswirkungen des Klimawandels? Es gilt jetzt, betriebliche, individuelle Maßnahmen umzusetzen, die den regionalen Gegebenheiten angepasst sind, um die Resilienz oder Widerstandsfähigkeit des Betriebs zu erhöhen. Und hier kommt dann auch das Bohnengemenge ins Spiel. Denn vermehrte Starkniederschläge auf der einen und zunehmende Trockenheit und Temperatur auf der anderen Seite gewinnt es an Bedeutung, Boden in einen guten und stabilen Zustand zu bringen, sodass er Niederschläge gut aufnehmen kann und die Feuchtigkeit gut bewahren kann, sodass dass die den Pflanzen länger zur Verfügung steht, auch bis in Trockenperiode hinein unter Umständen. Denn das Maisbohnengemenge hat jetzt durch die Bohne einfach auch den Vorteil, dass die Fruchtfolge aufgeweitet, also diversifiziert wird. Das heißt, dass dies auch nicht nur auf dem Boden, also über dem Boden, sondern auch im Boden zu einem diverseren Bodenleben führen kann und dies eben positive Effekte darauf hat. Die Bohne, die hat ein weit verzweigtes und tiefes Wurzelsystem und sodass der Wurzelraum durch dieses Gemenge effizient ausgenutzt werden kann und die Wurzeln verbleibe ja nach der Ernte im Boden und stehen dem Bodenlebe dann wieder zur Verfügung, sodass das dadurch auch gefördert wird. Dieses Mais-Bohnen-Gemenge hat einen etwas höheren Bodendeckungsgrad ab Reihenschluss und kann da auch der Erosion einiges entgegensetzen. Das hat dann auch zur Folge wieder, dass das Wasser besser infiltriert wird in den Boden.
durch den Boden. Der Boden eine höhere Wasserspeicherfähigkeit hat. Durch diese gute und stabile Bodenstruktur eine geringere Verschlemmungsneigung hat und gleichzeitig weniger erosionsanfällig ist. Die biologische Aktivität ist erhöht und der Boden wird tragfähiger, also die Verdichtungsgefahr ist geringer und dadurch wird auch ein besseres Pflanzenwurzelwachstum gewährleistet. Alles in allem bedeutet es, dass ein verbesserter Schutz bei Starkniederschläge und Trockenheit ist für die Kulturpflanzen. Darüber hinaus hat Maisbohne noch weitere folgende Vorteile, aber da werden auch meine nachfolgende Referentin noch ausführlicher dazu berichten. Einmal die Stickstofffixierung durch die Bohnen als Leguminose. Dann hat man auch in Gefäßbesuche schon festgestellt, dass unter Gemenge der pflanzenverfügbares Phosphat vermehrt vorkommt, also dass man davon ausgehen kann, dass dann eine erhöhte enzymatische Aktivität im Boden stattfindet. Dann sind die Eiweißgehalte in der Silage durch den Bodenpartner erhöht. Und auch, was immer bedeutender wird, die Biodiversität auf der Fläche wird gefördert durch die blühende Bohne dann auch im Sommer noch. Und ein kleiner Rückblick möchte ich noch geben. Also der Gemengeanbau ist nicht neu, ist keine neue Erfindung. In Nord-, Mittel- und Südamerika wird es schon seit über 2000 Jahren angewandt, bekannt als Milpa-Anbau, und zwar zur menschlichen Ernährung. Und der Mais ist hier auch hier, wie auch beim Futtergemenge, ein Leistungsträger, der der Bohne Halt gibt und Kohlenhydrate liefert und die Bohne als Leguminose ein wertvolles Eiweiß bringt. Beim Milpa-Anbau ist in der Regel noch ein dritter Partner dabei. Das ist der Kürbis, der dann die entsprechenden Vitamine und Mineralien noch liefert, die eben für die Ernährung wichtig sind. So kann man sagen, Unkraut oder Beikraut ist für Mais ein Konkurrent, aber die Bohne ist dann eine Partnerin, weil sie sich eben so gut ergänzen. So, und jetzt komme ich dann auch schon bald zum Schluss. Es wächst zusammen, was zusammen gehört. Es ist mal ein ganz mutiger Satz. Es ist stammt von Willy Brandt, natürlich im anderen Zusammenhang, aber vor allem eben mit dieser positiven Wirkung auf den Boden, das Bodenleben und die Nährstoffe kann das Mais-Bohnen-Gemenge auch ein kleines Puzzleteil im Rahmen von der Anpassung an den Klimawandel darstellen. Es bringt den Boden in einen guten Zustand, in eine gute Struktur, ist dann sozusagen auch eine gute Vorfrucht. Aber es ist natürlich nur ein kleiner Teil. Es kommen andere Maßnahmen zu, die das dann verstärken, sei es optimale Düngung und Kalkung, vielseitige Fruchtfolge, möglichst ganzjährige Bewuchs- oder Bodenbedeckung, Reifendruck anpassen und so weiter. Es sind noch ganz viele Maßnahmen, die umgesetzt werden können, um den Boden in eine gute Struktur zu bringen und ein stabiles Gefüge zu erhalten. Also die Anbaufläche ist mit steigender Tendenz zu beobachten. 2018, was noch circa 400 Hektar. Und 2020 waren es bereits 15.000 Hektar. Also das Interesse steigt. Und ja, ich plädiere dafür, einfach mal bei Interesse mal einen halben Hektar anzubauen, auszuprobieren. Es ist sicher ein anspruchsvoller Anbau, wenn man noch keine Erfahrung hat. Aber ich denke auch die Forschungs- und Landesanstalten, die haben da einen großen Beitrag dazu geleistet, bessere Sorte, geeignetere Sorte auf den Markt zu bringen oder beziehungsweise zu testen und zu empfehlen. Und von daher denke ich, ist es doch ein Versuch wert. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit bis dahin. Und dann, wenn jetzt keine
einfach Verständnisfragen sind, dann würde ich gerne an die nächste Referentin, an die Frau Maria Müller-Lindenlauf, weitergeben. Und Andreas, gibt es welche Frage, die man jetzt an der Stelle gleich beantworten sollte? Nee, im Chat ist bisher keine Verständnisfrage aufgelaufen. Okay, gut. Dann werde ich jetzt mal den Moment. Ah ja, hat schon die Moderatorenrechte. Ja, Frau Müller-Lindenlauf, Bühne frei für Ja, Sie. ich versuche gerade meinen Bildschirm zu teilen. Ja. Funktioniert das so? Sehen Sie jetzt was? Nee, ja, jetzt kommt's. Jetzt, okay. Ja. Gut, wunderbar. Ja, dann auch von meiner Seite einen schönen Abend Ihnen allen. Und ich will mich auch zu Beginn kurz vorstellen für diejenigen, die mich nicht kennen. Eben mein Name ist Maria Müller-Lindenlauf. Ich bin Professorin für Agrarökologie an der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt in Nürtingen und möchte Ihnen heute einen Blick in unsere Forschungsarbeit zum Thema Mais-Bohnen-Gemenge geben. Dann klicke ich jetzt hier weiter. So, genau. Wir haben bei uns an der Hochschule schon seit 10 Jahren Forschung zum Mais-Bohnen-Gemenge. Das hat zunächst bis 2017 meine Kollegin Carola Pekun geleitet. Und da war der Fokus auf dem Pflanzenbau. Also wie kann man dieses System Mais-Bohne bei uns in den Anbau bringen? Seit 2018 haben wir einen stärkeren Fokus auf die Umweltwirkungen. Da geht es eben um die Frage, was ist der Mehrwert von Mais-Bohnen-Gemenge? Aktuell haben wir jetzt zwei laufende Forschungsvorhaben in diesem Bereich. Das eine ist von der Fachagentur für nachwachsende Rohstoffe. Da geht es um eine ökologische und ökonomische Bewertung des Gemengeanbaus von Mais mit Stangenbohnen unter besonderer Berücksichtigung der Stickstoffbilanz und Biodiversität. Und dann haben wir noch ein zweites Projekt im Rahmen des Sonderprogramms zur Stärkung der biologischen Vielfalt, was vom MLR Baden-Württemberg finanziert ist und in dem es eben um Diversifizierung im Silo- und Energiemaisanbau geht. Ja, soweit zum Hintergrund zu unseren Arbeiten. Und mein Vortrag hat jetzt zwei Teile. Ich möchte zunächst ganz kurz was zum Pflanzenbau sagen. Also wie macht man das? Was sind unsere Empfehlungen für den Mais-Bohne-Anbau? Und dann auf die Umweltwirkungen zu sprechen kommen. Also starten wir kurz mit dem Pflanzenbau. Da geht es ja erstmal los mit der Aussaat. Und da ist der große Vorteil vom Mais-Bohnen-Gemenge, dass man beide Kulturen gleichzeitig über den gleichen Säthang säen kann, also kein zusätzliches Arbeitsverfahren erforderlich ist. Wir empfehlen ein Mischungsverhältnis von 8 zu 4. Das ist auch so ungefähr das, was Sie in den kommerziellen Mischungen finden, die am Markt verfügbar sind. Man sollte nicht zu hoch gehen mit der Bohne, weil sonst das Risiko besteht, dass die Bohne den Mais runterzieht. Und da wären wir dann auch schon bei wichtigen Sorteneigenschaften. Es sind einige Jahre Züchtungsleistung erfolgt, sodass wir jetzt Bohnensorten haben, die von der Entwicklungszeit und vom 1000-Korn-Gewicht gut zu Mais passen. Wichtig ist eben, dass die Bohne ungefähr die gleiche 1000-Kornmasse hat wie der Mais, damit sich das Saatgut im Tank halt nicht auseinandersortiert. Wir arbeiten aktuell bei uns an der Hochschule mit der Sorte WAV 512, also als Bohnensorte, und der Maissorte Figaro. Die Anforderung an die Bohne ist allgemein, eben wie schon gesagt, die passende 1000-Kornmasse, aber auch eine Frosttoleranz und langsame Jugendentwicklung, sowie bei Einsatz in der Fütterung auch eine fasinarme Sorte zu verwenden. Zur Fütterung wird ja der Herr Hilk gleich auch nochmal was sagen. Bei Mais ist vor allen Dingen wichtig, dass man eine standfeste Sorte wählt. Bei der Reifegruppe kann man die Reifegruppe des Standorts verwenden, die man üblicherweise verwendet. Also wenn der Figaro von der Reifegruppe nicht passt, dann kann man eben auf einen anderen Mais gehen, aber sollte auf Standfestigkeit achten. Zum Pflanzenschutz ist es so, dass chemischer Pflanzenschutz im Vorauflauf möglich ist, allerdings auch nur mit bestimmten Mitteln.
Wir arbeiten mit Stoffspektrum. Das funktioniert ganz gut. Wie das bei chemischem Pflanzenschutz häufig so ist, ist die Zulassung begrenzt. Eine Verlängerung ist wahrscheinlich, aber das ist in der Tat ein spannendes Thema bei diesem Gemengeanbau, wie das eben mit chemischem Pflanzenschutz weitergeht, weil es eben nur im Vorauflauf funktioniert. Klar, wenn man im Nachauflauf was gegen Bikotüle spritzt, verträgt es die Bohnen nicht. Was aber sehr gut auch funktioniert, ist mechanische Unkrautkontrolle. Ja, also Striegeln, Hacken, ob jetzt im Ökobetrieb oder Einzelne machen das ja auch konventionell. Das verträgt die Bohne gut. Die Ernte ist unproblematisch, wenn man im Bohnenanteil nicht zu hoch gegangen ist. Und vom Ertrag und Qualität ist unsere Beobachtung jetzt aus den letzten Jahren, dass wir den Ertrag von voll gedüngtem Mais im Reihenanbau nicht ganz erreichen. In manchen Jahren schon, in manchen ist man auch drüber, aber so im Schnitt etwas unter dem Ertrag von Mais-Reinanbau liegen, unter diesen genannten Mischungsverhältnissen, nicht aber bei reduzierter Düngung. Genau, die spezifische Methanausbeute sinkt etwas mit dem Bodenanteil, aber in der Masse ist der Bodenanteil eben nicht besonders hoch, wenn wir mit diesem Mischungsverhältnis 8 zu 4 reingehen, sodass das ein geringer Effekt. Genau, ja, soweit mal zum Pflanzenbau. Dann würde ich zu den Umweltwirkungen kommen. Ich habe auch gerade gesehen, irgendwas ist im Chat passiert. Ich sehe gerade nicht was, aber da verlasse ich mich jetzt einfach auf die Moderation, dass sie mich dann informieren. Aber ich kann den Chat gerade hier nicht mehr sehen. Ich hätte die Fragen im Chat hinten Ja? angestellt, wenn es okay ist. Okay, gut. Ja, dann würde ich zu den Umweltwirkungen kommen. Vom Titel her möchte ich hier eben auf Bodenbedeckung und Biodiversität eingehen. Das sind zwei Dinge, die wir in unseren Projekten betrachten. Ich möchte aber auch gerne kurz noch was zum Thema Stickstoffhaushalt sagen, weil das viel auch mit dem Thema Klimawandel zu tun hat. Und das steht ja hier auch in der Reihe Klimawandel und dann noch ganz kurz eben was zum Klima- und Mais-Bohnen-Gemengeanbau. Gut, also fangen wir an mit der Biodiversität. Was bringt Mais-Bohnenanbau für die Biodiversität? Das ist ein Thema, was wir ausführlich uns angeschaut haben mit umfangreichen Erhebungen. Da haben wir über 2 Jahre an insgesamt 17 Standorten in Baden-Württemberg Insektenvorkommen erfasst. Und zwar haben wir da 2 Artengruppen erhoben, die Laufkäfer und die Wildbienen. Die Laufkäfer sind eine Artengruppe, die eben am Boden lebt und wo man erkennt, wenn zum Beispiel die Bodenbedeckung halt eine andere ist, dann können Laufkäfer darauf reagieren. Und die zweite Artengruppe, die Wildbienen, repräsentieren eben die blütenbesuchenden Insekten. Wir hatten unsere Standorte auf 3 Naturräume in Baden-Württemberg verteilt, einmal bei uns um die Hochschule um Nürtingen rum. Dann um Aulendorf in der Gegend und im Raum Emmendingen. Also da haben wir einfach auch mit Standorten vom LTZ und vom LAZBW kooperiert und deswegen diese Cluster. Und wir hatten sowohl konventionelle als auch biologisch wirtschaftende Betriebe dabei. Das waren eben Erhebungen auf Praxisbetrieben. Und es lief dann immer so, dass ein Feld halt geteilt wurde, in der einen Hälfte vom Feld Mais Stangenbohne und in der anderen Hälfte reiner Maisanbau. Gut, und jetzt sehen Sie hier mal, was dabei rausgekommen ist. Und da sehen Sie hier die Ergebnisse für die Hummeln. Und das habe ich jetzt versäumt hier zu übersetzen. Aber das ist die Anzahl von Hummeln, die man da im Mittel gefunden hat. Und da sehen wir eben, da haben wir einen ganz stark positiven Effekt. Also Hummeln profitieren stark vom Mais-Stangenbohnenanbau. Das ist auch insofern naheliegend, als Hummeln eben speziell diese Leguminosen, diese Schmetterlingsblütler, Blüten besuchen. Auch die Honigbienen profitieren sehr stark vom Maisbohnengemengeanbau. Auch die können die Stangenbohnenblüte besuchen und dort eben Pollen und Nektar entnehmen. Allerdings sind die Honigbienen ja Nutztiere und keine Wildtiere. Also insofern ist das für die Förderung der biologischen Vielfalt kein Parameter, den wir uns in der Agrarökologie besonders anschauen, aber wir haben sie hier eben mit erfasst.
Gut, und dann gibt es noch die übrigen Wildbienen. Also bei Wildbienen gibt es grob gesagt zwei Gruppen. Es gibt die Hummeln und die Hummeln bilden Staaten, so wie man es von den Honigbienen kennt. Und dann gibt es noch die sogenannten solitären Wildbienen und die leben alleine. Ja. Es ist ein Bienchen, macht so einen ganz kleinen Bau mit wenigen Eiern. Genau. Und ja, da sehen Sie hier die Ergebnisse und da war es eben so, dass diese Wildbienen nicht vom Maisbohnenanbau profitieren, was die Anzahl der Individuen angeht. Wir haben einen leicht positiven Effekt im konventionellen Anbau, was die Artenvielfalt angeht. Allerdings sind wir da insgesamt auf einem sehr niedrigen Niveau, also dass wir in reinem Mais so 0 bis eine Art hatten und im konventionellen so 2 bis 3 im Mittel. Es ist so, dass wir über 600 Wildbienenarten in Deutschland haben. Also allgemein ist das wenig relevant, auch wenn es hier signifikant ist. Gut, bei den Laufkäfern, ganz kurz gesagt, hatten wir keinen Effekt des Maisbohnenanbaus. Ja, also die macht es keinen Unterschied. Sie sehen hier einen kleinen Effekt zwischen konventionell und Ökolandbau, aber das war hier nicht unsere Frage. Ja, also im Ökolandbau gibt es mehr Laufkäfer, aber das ist so ein Nebeneffekt von diesen Untersuchungen. Gut, also so kann ich zu diesem Teil zusammenfassen, dass Maisbohnen oder Maisstangenbohnen, um eben präziser zu sein, Maisstangenbohnengemengeanbau ist für Honigbienen und Hummeln attraktiv. Und auch wenn der Effekt insgesamt relativ gering ist, hat das ja ein sehr hohes Flächenpotenzial, weil wir einfach so viel Anbaufläche in Deutschland haben von Mais. Und es ist auch sehr einfach im Anbau und sehr kostengünstig, sodass man schon sagen kann, es ist eine kostengünstige Maßnahme, biologische Vielfalt zu fördern, insbesondere in Bezug auf Hummeln. Das Blühangebot ist auch relativ begrenzt in der Zeit, wenn man es zum Beispiel mit Blühstreifen vergleicht, aber auch in einer interessanten Zeit, nämlich in der Prachtblüte im Sommer. Genau, so dass man eben sagen kann, es hat einen Mehrwert für die biologische Vielfalt, auch wenn der nicht an die Wirkung rankommt, die man zum Beispiel mit artenreichen Blühmischungen erzielen kann pro Flächeneinheit. Gut, ja, soweit mal zur Biodiversität. Hier haben wir uns, wie gesagt, genauer angeguckt. Jetzt möchte ich ganz kurz noch was zum Thema Erosion sagen. Bei der Erosion haben wir die Bodenbedeckung als Parameter gemessen. Und das haben wir so gemacht, dass eben orthogonale Fotos gemacht worden sind, wie Sie es hier im Bild unten sehen. Auf der linken Seite Maisbohne, auf der rechten Seite reiner Mais. Und dann kann man eben mit einem Bildauswertungsprogramm bestimmen, wie viel Fläche mehr bedeckt ist. Und da ist es jetzt eben so, wir haben eine höhere Bodenbedeckung durch Maisbohne, aber dadurch, dass die Bohne ja auch erst gleichzeitig mit dem Mais gesät wird und deswegen eben auch spät kommt, ist dieser Unterschied nicht so groß. Also da kann man dann diesen sogenannten C-Faktor ausrechnen. Das ist der kulturartspezifische Faktor für die Bodenbedeckung. Ja, der vergleicht die Kultur quasi mit einem blanken Boden. Und da haben wir bei Maisstangenbohne gegenüber dem Mais eine etwa 12% höhere Bodenbedeckung bis zum Reihenschluss gemessen. Nach Reihenschluss haben wir keine starken Erosionsereignisse mehr, weil da eben durch den Reihenschluss auch die Maispflanze ja schon quasi komplett den Boden bedeckt und den Regen stark abbremst. Die stark erosiven Regenereignisse, das werden Sie kennen, wenn Sie Maisanbau haben, wenn Sie aus der Praxis kommen, die haben wir ja eben sehr zeitig im Jahr und verlagern sich durch die verschobene Vegetationsperiode. Frau Sommer hat es vorhin auch angesprochen, eher sogar noch ein bisschen nach vorne hin. Also, dass man da sagen kann, ist so ein bisschen ähnlich wie bei der Biodiversität. Man hat einen Beitrag, wenn auch in einem relativ begrenzten Rahmen, weil man eben nicht von diesem späten Saatzeitpunkt natürlich wegkommt durch die Bohnen. Was wir jetzt nicht uns angeschaut haben, ist die Gefügeveränderungen, weil wir da in der kurzen Zeit auch nicht viel Effekt erwarten.
Also dieses Wurzelsystem ist ja in diesem Entwicklungsstadium hier auch noch nicht so richtig gut ausgeprägt von der Bohne. Das kommt dann später. Und da musste man sich eigentlich lange Zeitreihen anschauen und gucken, was macht es für einen Unterschied, wenn auf einer Fläche eben häufiger Maisbohne angebaut wird als reiner Mais. Ja, aber nach einem Jahr oder 2 Jahren Anbau könnt ihr dazu eben keine Aussage machen. Gut, dann noch kurz zum Thema Stickstoff. Da sehen Sie hier einfach mal Ergebnisse aus unserem aktuellen Projekt zum Trockenmasseertrag. Das möchte ich als Grundlage nennen zu dem, was ich gleich zum Rohproteinertrag sage. Und da sehen Sie eben auch der wenig gedüngte reine Mais, der hier auf der rechten Seite, diese drei Balken, das ist reiner Mais. Ah ja, und das habe ich noch vergessen zu erklären. Wir haben den in drei Düngestufen gedüngt. Einmal 100%, also das ist nach Düngeverordnung, die einfach berechnet in Abhängigkeit von der Ertragserwartung. Ja. Dann haben wir eine 40% gedüngte Variante, also einfach 40% von dem, was nach Düngeverordnung zu düngen wäre, und eine Null-Variante ohne Düngung. Und dann ist hier MB Maisbohne und M eben der reine Mais. Und da sehen wir eben im reinen Mais einen Ertragsverlust mit 40 bzw. 0% Düngung. Ja. Der war allerdings in dem Fall nicht signifikant. Wir hatten dann hier bei Maisbohne tatsächlich einen signifikanten Rückgang, aber diese 3 Jahre waren diese drei Düngevarianten, die machen bei Maisbohne keinen Unterschied mehr. Sodass man sagen kann, die Bohne fährt eben ihr Potenzial aus bei reduzierter Düngung. Bei der Bohne ist es dann relativ egal, wie viel Stickstoff verfügbar ist, weil die Leguminose das halt ausgleichen kann. Und wenn wenig Stickstoff im Boden ist, dann fängt die Leguminose an zu fixieren und gleicht das aus. Und da wären wir so bei diesem Resilienzthema. Ja, da ist Maisbohne eben das stabilere System. So, und dieser Effekt zeigt sich jetzt eben noch stärker beim Rohproteinertrag. Ja, also es ist Rohproteingehalt mal Erntemenge. Und da sehen wir hier eben, haben wir keinen signifikanten Unterschied bei Maisbohne zu der 100% gedüngten Maisvariante. Ja, also da ernten wir gleich viel, auch gleich viel zu 40% gedüngten, und der reine Mais ohne Düngung, der fällt dann deutlich in der Leistung ab. Und da zeigt sich eben wieder, wenn man reduziert düngt, dann hat man bei Maisbohne keinen Ertragsverlust, aber bei reinem Mais potenziell schon. Und das wird halt dann da relevant, wenn die Gesetzgebung strenger ist oder wenn man eben aus anderen Umweltschutzgründen in der Düngung nicht so hoch gehen kann oder will. Wir haben uns dann noch den Stickstoffgehalt im Boden angeschaut, weil ja auch eine Frage ist, ob man vielleicht dann ein höheres Auswaschungspotenzial hat, wenn man jetzt auch noch eine Leguminose reinbringt. Ja. Und da sehen Sie hier die Ergebnisse, wieder die gleichen Varianten. Ja, und diese grünen Balken, das ist das, was noch mineralisiert worden ist zwischen Ernte und Ende der Vegetationszeit. Und da tut sich kaum was. Und interessant sind dann diese roten Balken. Das ist die Veränderung in den Bodenstickstoff. Unterschied zwischen Mais und Maisbohne. Was wir hier sehen, ist ein höheres Auswaschungsrisiko bei der 100% gedüngten Variante. Ja, also da zeigt sich so ein bisschen, dass die Düngeempfehlungen eigentlich dann ein Stück zu hoch sind. Wir haben noch deutliche N-Restmengen, die dann potenziell der Auswaschung unterliegen. Und da kann man eben mit Maisbohne dieses Risiko von Nitratausträgen reduzieren, wenn man denn in der Düngung etwas zurückgehen kann und will. Genau, und umgekehrt hat Maisbohne eben kein erhöhtes Risiko für Stickstoffverluste. Gut, das soweit zum Stickstoff. Ich merke jetzt auch gerade, ich habe hier gar nicht mehr meine Kameraübertragung, jedenfalls wird mir das nicht mehr angezeigt, egal. Genau.
sodass man eben sagen kann, bei einer Reduktion der Stickstoffdüngung sichert Maisbohne den Ertrag, weil die Bohne bei Stickstoffmangel mit der Fixierung beginnt. Bei hohem Stickstoffgehalt im Boden fixiert die Bohne keinen Stickstoff, dann sind die Knöllchen nicht aktiv. Das haben wir auch untersucht in einem parallelen Versuch. Und die Nitratverluste sind über Winter dann geringer als im voll gedüngten Mais. Okay, dann noch kurz zum Thema Klima, weil das ja so ein bisschen der Rahmen auch dieser Veranstaltungsreihe ist. Können wir was zum Thema Klimaschutz, Klimaanpassung durch Maisbohne sagen? Und das ist ein schwieriges Feld. Da gibt es ja zwei Seiten. Einerseits Klimaschutz, also Reduktion von Treibhausgasen, und andererseits Klimaanpassung. Zur Klimaanpassung hat die Frau Sommer ja auch schon ein bisschen was gesagt. Zum Klimaschutz habe ich Ihnen hier nochmal eine Grafik mitgebracht, wo die meisten klimawirksamen Emissionen in der Landwirtschaft herkommen. Und das ist eben stark die Tierhaltung hier, die Verdauung von Wiederkäuern. Dann diese große Kuchenstück, das sind Lachgasemissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden. Die Veränderung von Bodenkohlenstoffspeichern, wobei das überwiegend die moorigen, anmoorigen, entwässerten Böden sind, eben mit einem hohen Kohlenstoffgehalt. Und die Betriebsmittel. Und da kann man sich jetzt halt fragen, okay, wo setzt der Maisbohne an? Und das ist vor allen Dingen hier, ja, das Thema Düngung. Wenn man da die Effizienz der Stickstoffnutzung erhöht und insgesamt mit einem geringeren Stickstoffumsatz den gleichen oder einen ähnlichen Ertrag erzielt, dann ist das auch eine Maßnahme zum Klimaschutz, weil dann insgesamt die Lachgasemissionen runtergehen. Und da kann Maisbohne durch die Leguminose eben zu einem Beitrag leisten. Das kann dann wieder Betriebsmittel einsparen. Also mineralische Düngung hat einen relativ hohen Klima-Impact, wenn man mineralisch düngt. Aber häufig ist es natürlich dann eine Wirtschaftsdüngung mit Gülle. Und da ist ja für viele Betriebe eher so die Frage auch, wo kriege ich auch meinen Wirtschaftsdünger unter? Also bei uns jetzt hier in Baden-Württemberg nicht so stark, aber grundsätzlich ist das natürlich ein Thema. Genau, so dass man sagen kann, okay, da könnte es einen Beitrag zum Klimaschutz geben. Eine zweite denkbare Effekt wäre, dass man durch höhere Eiweißgehalte, wenn man höhere Eiweißgehalte in der Fütterung hat, potenziell Eiweißfuttermittelimport reduzieren könnte. Zu dem Thema wird Herr Jilk ja gleich sprechen. Und zur Klimaanpassung hat man eben diese etwas erhöhte Bodenbedeckung. Und ich würde sagen, ein weiterer Aspekt ist, dass das System stabiler ist gegenüber schwankender Stickstoffnachlieferung, die wir eben aufgrund der schwankenden Witterungsbedingungen einfach haben werden. Und da reagiert die Bohne als Leguminose eben recht flexibel drauf. Genau. So dass ich als Fazit sagen kann, verfügbar ist, das ist ein wichtiger Punkt. Genau. Umwelt hat leicht positive Effekte auf Biodiversität, Bodenbedeckung, Stickstoffeinsparung. Leicht positiv zwar nur, aber potenziell auf großer Fläche und insofern eben tatsächlich auch einen Mehrwert zur umweltgerechten Landwirtschaft. Ja, damit wäre ich am Ende meines Vortrags. Nochmal der Hinweis bitte, das handelt sich wie immer bei diesen Vorträgen um vorläufige Ergebnisse zu Ihrer internen Verwendung. Falls Sie sie weiterwenden wollen, dann setzen Sie sich bitte mit uns, also mit mir von der Hochschule in Verbindung. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Müller-Lindenlauf. Wir haben auch einige Fragen im Chat dazu bekommen. Erstmal auch vielen Dank Ihnen für Ihr Interesse und Ihre Fragen im Chat. Ich überspringe mal die erste Frage, die bezog sich auf die Teilnehmenden im Projekt, kommen wir gleich vielleicht noch drauf, sondern gehen jetzt direkt zu Mais-Bohnen-Gemenge, Ihrem Vortrag. Und zwar sollte man eher frühreif oder spätreifes Maissaatgut verwenden.
Bei Mais-Saatgut sollte man das anbauen, was man üblicherweise an seinem Standort anbaut. Also sich da nicht an die Bohne anpassen, sondern das für den Standort, weil der Mais bleibt der Leistungsträger in dem Gemenge und da sollte man das Optimale nehmen. Dankeschön. Die nächste Frage bezieht sich auf die Bohne, weil auch immer von der Bohne die Rede ist. Sie hatten einmal von Stangenbohne gesprochen. Gibt es denn auch Versuche mit anderen Bohnen, Buschbohne oder Ackerbohne? Ja, also in der Tat, wir hier die Ergebnisse beziehen sich alle auf die Stangenbohne. Wir haben im Rahmen dieses Projekts mit dem LTZ zusammen auch Versuche gemacht mit Ackerbohne. Da ist es so, die macht wenig Masse, ist kaum noch vorhanden zur Ernte, aber sie bringt einen Blühaspekt. Also auch das kann man machen, da eine weitere Biodiversitätswirkung einzufügen. Es gelten im Prinzip die gleichen Rahmenbedingungen. Man muss auf 1000 Kornmasse achten. Und dann kann man da auch ausprobieren. Und da möchte ich durchaus auch mal ermutigen, mal was auszuprobieren. Es wird auch einen Merkblatt zum Thema Gemenge geben, wo wir diese Ergebnisse zu anderen Gemengepartnern auch noch veröffentlichen mit dem LTZ zusammen. Okay. Wenn einer von den Praktikern oder Praktikerinnen da Interesse hat, denke ich mal, kann man sich mit Ergebnissen vielleicht auch an Sie, Frau Müller-Lindenlauf, dann wenden, falls es jemand selber schon ausprobieren möchte. Okay, dann gab es noch eine Frage zur Unkrautbekämpfung, und zwar da jetzt die mechanische Unkrautbekämpfung. Bis zu welchem Zeitpunkt wurde die denn durchgeführt im Gemenge? So wie bei Mais normal. Okay, können Sie es grob sagen, wie? Da müsste ich jetzt auch genau nachgucken, wann die in den jeweiligen Versuchen gehackt haben. Also es wäre so unsere Empfehlung, das so zu machen, wie man es sonst einfach in der Praxis machen würde. Auch da wieder der Gedanke, der Mais ist der Leistungsträger und man muss das Unkraut in den Griff kriegen. Also man muss es dann behandeln, wenn es vom Entwicklungsstadium des Unkrauts her passt. Und die Bohne zieht da mit dem Mais und verträgt es also ähnlich gut. Okay, dann Dankeschön. Hatten Sie auch auf den Ertrag, waren Sie schon eingegangen, die Auswirkungen, haben Sie auch untersucht, wie der Methanertrag sich auswirkt? Das haben wir selber jetzt nicht. Es gab eine kleine Untersuchung vom LAZBW, die haben das, glaube ich, analysiert. Ich weiß nicht, ob Herr Jilk, ob Sie da was zu sagen können. Es gab vorher von der Frau Noth bei uns Ergebnisse. Da habe ich die quantitativen Zahlen jetzt nicht im Kopf, könnte ich Ihnen schicken, die Publikation. Also der relative Methanertrag ist etwas geringer. Aber wie viel Prozent müsste ich jetzt ehrlich gesagt selber kurz nochmal nachgucken. Vielleicht kann ich es gleich während den weiteren Vorträgen in den Chat stellen. Okay, gut. Jetzt ploppen weitere Fragen ein. Wir sind ein bisschen hinter der Zeit, deswegen würde ich jetzt Ja. vielleicht gerade nur noch eine Frage für jetzt direkt nehmen. Wie viele Pflanzen je Hektar werden bei der Aussaat angepeilt? 8 zu 4, 8 Pflanzen Mais, 4 Pflanzen Bohne pro Quadratmeter. Okay, genau. Alles klar, prima. Dann werde ich die Fragen weiter beobachten. Schreiben Sie gerne rein. Ich würde an der Stelle jetzt einfach mal zum nächsten Referierenden weiterleiten. Genau. Und Gut, dann zwar gehe ich mal aus meinem geteilten Bildschirm raus. Herr Jäger, das sind Sie. Ich werde Ihnen die Moderationsrechte zukommen lassen, wenn ich Sie hier in der Liste finde. Ah, Sie haben die Kamera angemacht. Das hilft mir. So, Sie sind jetzt Moderator, Herr Jilk. Jetzt müssten Sie Ihren Bildschirm teilen können. Sehen Sie den Bildschirm? Ja, genau. Und jetzt noch müssen Sie noch in also die Präsentation starten. Den Bildschirm sehen wir schon mal. Okay, jetzt sind wir nicht bei Folie 1. Moment. Oh, ich habe gerade noch ein Problem.
Genau, jetzt haben Sie einen schwarzen Bildschirm. Jetzt, achso, vielleicht sehen Sie es. Ja, genau, vielleicht sieht man das gar nicht, weil Sie wahrscheinlich den Kasten drüber haben. Es steht, Sie müssten irgendeine Taste drücken. So. Jetzt gehe ich nach oben. Sonst klicken Sie jetzt einfach nochmal irgendeine Taste, dann ist die beendet und dann sind Sie eigentlich wieder von Anfang. Wenn Sie jetzt noch zweimal eine Taste drücken, dann müsste das gleich klappen. Genau, oder Sie könnten. Okay. Jetzt. Alles klar. Geht so. Ja. Prima, genau, jetzt gerne. Ja, ich möchte alle Zuschauer und Zuschauerinnen begrüßen zu dem Thema Einsatz von Mais-Stangenbohnen in der Milchviehfütterung. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich war bis März 2021 am LAZBW für das Versuchswesen in der Viehhaltung zuständig und in diesem Zusammenhang eben auch Projektleiter für die Fütterungsversuche und für die Futterkonservierungsversuche mit Mais, Stangenbohnen, Silagen. Wir haben zwei Versuche durchgeführt, einmal mit Material aus dem Erntejahr 2018 und einmal mit Erntematerial aus 2019. Es wurden also in jedem Jahr etwa 5 Hektar Maisbohnengemenge angebaut, auch diese Sorte WAV 512 kombiniert mit der Maissorte Figaro. Im Verhältnis 4 Bohnensamen und 8 Maiskörner pro Quadratmeter. Beim Mais auf den Kontrollflächen mit Silomais, auch 5 Hektar etwa, war auch der Figaro natürlich im Anbau mit 9 Körnern pro Quadratmeter. Das war in beiden Jahren so. 2018 gab es noch einen kleinen Unterschied, da hatten wir einen Reihenabstand von 75 cm, 2019 von 50 cm. Nun zu den Erträgen. 2018 war der Ertrag bei Maisbohnengemenge 11% höher mit 162 Deziliter Trockenmasse pro Hektar als bei der Silomais mit 146 Deziliter. Trockenmasse pro Hektar im Jahr 2019 war das umgekehrt. Da war der Silomaisertrag um 11% höher mit 215 Dezitonnen Trockenmasse pro Hektar im Vergleich zu der Maisbohnengemenge mit 192 Dezitonnen Trockenmasse pro Hektar. Das hängt natürlich mit diesen Sondersituationen mit dem trockenen Jahr 2018 zusammen. Ich muss auch noch dazu sagen, das war kein randomisierter Versuch, sondern es waren einfach große Schläge, die geteilt wurden. Es kann also durchaus sein, dass da die Bodenqualität nicht genau gleich war auf den beiden Hälften. Zum Ertragsanteil der Bohnenpflanzen im Jahr 2018 waren das 9% in der Trockenmasse, im Jahr 2019 11,2%. Gut, mit diesem Material, aus diesem Material wurden natürlich auch die Fasingehalte festgehalten. Jetzt sehe ich gerade ein Problem, dass ich. Moment, dass das bei mir ein bisschen verdeckt ist. Jetzt, ja, die Fasingehalte, sie waren sehr niedrig. Also im Saatgut, WAV 512 von 2018 waren 2 Milligramm pro Gramm Trockenmasse. In 2019 haben wir nur 0,62 Milligramm pro Kilo pro Gramm Trockenmasse gefunden. In der Ganzpflanze waren 2018 0,1 und 2019 eigenartigerweise mehr, 0,26. Das hängt sicher auch ein bisschen mit Problemen in der Analytik zusammen. Im Maisbohnengemenge
war 2018 0,005, also sehr wenig nachzuweisen, in 2019 etwas mehr. Und in der Weißbodensilage war 2018 nichts zu finden, in 2019 war auch etwa 0,02 Milligramm pro Gramm Trockenmasse festzustellen. Wir haben 2018 auch Milch und Blut der Kühe untersucht. Da war also in keinem dieser Substrate, weder in der Milch noch im Blut, was nachweisbar. Ich möchte noch das Augenmerk auf diese Zeile lenken. Die Spannweite in 20 Sorten, die von Herrn Brugger in Freising untersucht wurden, die lag zwischen 0,16 und 67,4. Wir sind also mit dieser Sorte WAV 512 im unteren Bereich. Nun zur Rationszusammensetzung. In dem Versuch mit dem Erntegut von 2018, es waren Maisbohnensilage oder 42,9% Maisilage in der Ration. Der Grassilageanteil lag etwa bei 25%. Es waren außerdem noch Gerstenstroh, Raffutter, Rapsschrot, Mineralfutter im Einsatz. Und zusätzlich wurde im automatischen Melksystem bis 3 Kilogramm Kraftfutter gefüttert. Entschuldigung. Im Jahr 2019 war das ähnlich. Wir hatten etwas weniger Maisilage bzw. Maisbohnengemenge in der Mischung, in der Trockration. Dafür etwas mehr Grasilage und ebenfalls mit der Kraftfuttermischung, Rapsschrot, Mineralfutter und zusätzlich eben das Kraftfutter am automatischen Melksystem. Der Kraftfutteranteil war in beiden Versuchen bei 27% etwa. Nun komme ich zu den Nährstoffgehalten der Silagen. Die Maisbohnensilage hatte im Erntejahr 2018, also im Erntejahr 2018, hatte 77 Gramm Rohprotein pro Kilo Trockenmasse. Die Maisilage 74 Gramm. Erwartet wurden aufgrund des Ertragsanteils 80 Gramm Rohprotein pro Kilo Trockenmasse. Das haben wir also hier bei der tatsächlichen, bei den wiederholten Messungen bei der Fütterung nicht festgestellt. Bemerkenswert vielleicht auch noch der höhere Calciumgehalt. Das hängt natürlich mit den Bohnen zusammen, die sowohl mehr Calcium als auch mehr Phosphor beinhalten als die Maisilage, als der Silomais. Die Energiedichte war im Trockenjahr 2018 mit 6,6 Megajoule NEL pro Kilo Trockenmasse deutlich niedriger, wie wir erwartet haben. Und das war natürlich insgesamt auch beim Mais zu beobachten. Wir hatten im Mais 6,64 in der Maisilage. Und gut, der Bohnenanteil hat eine etwas geringere Energiedichte. Deswegen ist hier in der Mischung Mais-Bohnensilage ein geringerer Energiegehalt auch zu erwarten als in reiner Maisilage. Im Erntejahr 2019 war es so, dass wir in der Maisilage ähnliche Rohproteingehalte hatten mit 72 Gramm pro Kilo Trockenmasse. Die Maisbohnensilage hatte 81, der Anteil war ja auch etwas höher. Der Energiegehalt beider Silagen war natürlich deutlich höher. Das war wirklich in dem Bereich, wo wir in Allendorf normalerweise uns bewegen, mit der Maisilage bei 7,2 und die Maisbohnensilage mit 0,2 Megajoule weniger, aber hatte ebenfalls einen sehr ansprechenden Energiegehalt.
Die Gehalte an nutzbarem Rohprotein waren dadurch genau gleich. Wir hatten bei der Maisbodensilage etwas mehr Rohprotein, dafür etwas weniger Energie. Und in das nutzbare Rohprotein geht ja beides mit ein, und so dass die Gehalte hier vergleichbar waren. Die Gesamtration war hier 2019 mit 6,9 Megajoule in Hell in dem Bereich, was wir 10.000 auch anstreben. Der Rohproteingehalt war bei 162 Gramm und der Gehalt nutzbarem Rohprotein bei beiden Varianten, bei beiden Rationen bei 158 Gramm. Wir sehen hier einen Blick mal auf die Silage. Hier sehen wir also diese Bohnenanteile, die wir hier, die Samen waren eigentlich alle angeschlagen, sodass eben hier auch keine Störungen in der Verdauung zu erwarten waren. Ja, also ich muss nochmal sagen, hier 2019, das war das Versuchsjahr mit Erntegut aus 2018. In der nächsten Darstellung sehen wir das Versuchsjahr 2020 mit Erntegut aus 2019. Hier war dann die Energiedichte der Gesamtration tick höher mit Maisilage bei 6,94, bei Maisbohnensilage 6,86, aber insgesamt dieselbe Größenordnung, die wir eben anstreben. Bei gleichem NXP-Gehalt wieder und hier bei Maisbodensilage leicht höherer Rohproteingehalt als bei der Maisilage. Wir sehen auch wieder den Effekt des Calciums. Der höhere Gehalt in der Maisbodensilage schlägt sich hier tatsächlich auch nieder auf den Calciumgehalt der Gesamtration. Gut, kommen wir zum Futterverzehr mit dem Versuch 2019 mit Erntegut von 2018. Die Trogration wurde mit knapp 20 Kilogramm, also war genau gleich die Futteraufnahme mit beiden Silagen, mit Maisilage 19,9, mit Maisbodensilage ebenfalls 19,9 Kilogramm Trockenmasse pro Kuh und Tag. Dazu kommt ja noch das Kraftfutter am automatischen Melksystem und dadurch wird dann wird die Gesamtfutteraufnahme festgelegt, also Trockration plus Kraftfutter im automatischen Melksystem, haben wir hier bei 22,5 Kilo Trockenmasse und mit Maisbodensilage bei 22,6. Also die Unterschiede waren von der Statistik her nicht, war kein Unterschied vorhanden. Vielleicht noch der Hinweis, der Kraftfutteranteil an der gesamten Futteraufnahme war hier mit Maisilage bei 7,9 Kilogramm und bei der Maisbohnensilage 8,1. Das war also das Kraftfutter, was in der Trogration enthalten war, plus das Kraftfutter, was über das automatische Melksystem verfüttert wurde. Mit dem Versuch mit Erntegut von 2019, der also im Jahr 2020 stattgefunden hat, haben wir hier auch wieder etwa 20 Kilo Trockenmasseverzehr in der Trockration, wobei das mit Maisilage hier 0,5 Kilo signifikant höher war. Und der Gesamttrockenmasseverzehr war also wieder Trockration plus Kraftfutter im automatischen Melksystem war hier mit Maisilage bei 23 Kilo Trockenmasse pro Kuh und Tag und bei Maisbohnensilage bei 22,5. Das sind sehr hohe Futteraufnahmen, die aber jetzt bei unserer Fleckviehherde im typischen, also 22 bis 23 Kilo, das ist der Bereich, was die Herde eigentlich immer verzehrt. Also dieser Unterschied war auch statistisch abgesichert.
Nun kommen wir zur Milchleistung. Im ersten Versuch war das Leistungsniveau etwas geringer wie im zweiten Versuch. Wir hatten hier 29 Kilogramm Milch bei der Ration mit Maisbodensilage, bei der Ration mit Maisilage ebenfalls 29,1 Kilogramm Milch. Also hier innen steht NS, nicht signifikant. Die Unterschiede war nicht abzusichern bei keinem dieser Merkmale. Fettgehalt bei 4,23 und 4,25%, Milcheiweißgehalt bei beiden genau gleich mit 3,86% auf sehr hohem Niveau. Dann haben wir die energiekorrigierte Energie und die energiekorrigierte Milchmenge, wo eben diese unterschiedlichen Inhaltsstoffe berücksichtigt werden, lagen wir hier bei der Ration mit Mais-Bohnensilage bei 30 Kilogramm Milch und bei der Kontrollration mit Mais-Silage bei 30,4 Kilogramm Milch. Also gleiche Leistung bei beiden Varianten. Im zweiten Versuch waren die Ergebnisse ähnlich, aber auf höherem Niveau. Wir hatten hier 34,6 Kilogramm Milch pro Kuh und Tag bei der Ration mit Maisilage und 34,3 bei der Ration mit Maisbohnensilage. Dieser kleine Unterschied, der jetzt praktisch nicht relevant ist, war aber von der Statistik her abzusichern. Das hängt auch ein bisschen mit der mit dem Modell der Versuchsauswertung zusammen. Dann Fettgehalte niedriger, unter 4%. Aber kein Unterschied bei zwischen 3,96 und 3,98%. Die Eiweißgehalt wird nahezu gleich bei 3,69, 3,68% und die energiekorrigierte Milchmenge war mit Maisilage ein Tick höher mit 35 Kilo als bei der Ration mit Maisbohnensilage, mit der 34,3 Kilogramm energiekorrigierte Milchmenge erreicht wurden. Gut, kleinere Unterschiede gab es auch hier im Milchharnstoffgehalt, war hier mit Maisilage etwas geringer als mit Maisbodensilage. Hier unten sind noch die Zellzahlen aufgeführt, die etwa gleich waren. Gut, dann so vielleicht noch ein Hinweis zur Futterkonservierung. Also beide Substrate gelten als gut silierbar. Es ist so, Mais überwiegt ja, ja mit etwa 90% am Erntegut. Es sind auch keine großen Unterschiede zu erwarten. Beide Substrate sind natürlich für die Nacherwärmung empfänglich. Deswegen werden immer die Grundsätze der Silierung zu beachten sein, damit wir hier keine Verluste haben. Also bis zu diesem Anteil, den wir gemessen haben, 11% Trockenmasseanteil der Mais, der Bohnen an der Silage, kann man also keine Unterschiede feststellen. Es waren kleinere Unterschiede vorhanden in der biogenen Aminen, wobei das unterhalb vom vom Grenzwert in beiden Fällen immer war. Gut, wenn ich das zusammenfasse, kann man Folgendes feststellen. Der Einsatz von Mais-Bohnensilage ist völlig unproblematisch in der Milchverfütterung, wenn diese fasinarmen Sorten, die ja auch empfohlen werden, eingesetzt werden. Der Trockenmasseertrag war 2018 mit Maisbohnen höher, im Erntejahr 2019 etwas niedriger. Die Bohnenanteile um 10%, also 2018 9%, 2019 11,2%. Wir sind also auch der Meinung, dass wir hier nicht groß drüber hinausgehen kann. Also diese Empfehlung 4 Bohnenpflanzen und 8 Maispflanzen je Quadratmeter, das ist eigentlich schon das, was man ja wirklich empfehlen kann. Also ich würde den Bohnenanteil nicht höher wählen. Dann Futteraufnahme, Milchleistung sind vergleichbar. Allerdings im zweiten Versuch das Niveau
um 4 Kilo höher wie im ersten Versuch. Und gut, die Frage, warum Mais-Bohnen-Gemenge, es sind hauptsächlich die Aspekte zur Biodiversität und pflanzenbauliche Aspekte, die dafür sprechen. Gut, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bin gespannt auf die Fragen im Chat. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Hiel, für Ihre Ausführungen. Wir haben jetzt im Chat keine Frage, die sich direkt auf die Futterzusammensetzung oder die Auswirkungen beziehen. Da haben Sie, glaube ich, einfach lückenlos berichtet. Es gab noch eine Frage, ich weiß nicht, ob Sie die beantworten können, ob Bohnen Phosphat aus dem Boden besser aufnehmen bzw. aufschließen können als Mais. Können Sie dazu was sagen? Bitte können Sie nochmal die Frage nochmal bitte wiederholen. Ja, die Frage war, ob Bohnen Phosphat aus dem Boden besser aufnehmen oder aufschließen können als Mais das kann. Gut, der höhere Gehalt, das ist natürlich genetisch bedingt. Ob die Pflanze das besser aufschließen kann, das ist eine pflanzenbauliche Frage, die meine Kenntnis jetzt tatsächlich überschreitet. Also ich kann die Frage nicht beantworten. Es ist so, Mais-Silage ist eigentlich grundsätzlich mineralstoffarm, Calcium, Phosphor, sicher auch mit anderen Mineralien im Vergleich zu Leguminosen oder zum Gras zum Beispiel. Ne? Das Aufschlussvermögen über Wurzelexudate und so weiter, also das ist eine Sache, die ich leider nicht beantworten kann. Okay. Trotzdem vielen Dank. Die anderen Fragen, die auch eher pflanzenbaulicher Natur sind, würde ich dann hinten anstellen. Und dann, Sabine, würden wir jetzt zum nächsten Vortrag kommen. Ja, genau. Und dann die restlichen Fragen und Diskussion noch hinten anstellen, gell? Ja, genau. Mhm. Also, ja, vielen Dank, Herr Jörg. Dann würde ich weiterleiten an Herr Keller. Herr Keller, wir haben vereinbart, ich bringe die Präsentation und Sie sprechen dazu, gell? Jawohl, jawohl. Gut, so machen wir es. Mhm. So, also von mir auch ein schöner guten Abend zu diesem Online-Seminar. Thema Mais, Bohnen, Gemengeanbau und so weiter. Es wird ja auch gesprochen von den sogenannten drei Schwestern, die vorwiegend in Lateinamerika verbreitet waren, wie anfangs gesagt worden ist. Mais, Stangenbohne und der Kürbis. Und wir sprechen im Prinzip nur von den eine, zwei Schwestern, vom Mais und von der Bohne, von der Stangenbohne. Ich bin draufgekommen aus dem einen Grund, weil ich einfach den Proteingehalt in meiner Silage erhöhen wollte, beziehungsweise den Proteinzukauf, der betriebliche, verringern will. Weil was kauft man zu als landwirtschaftlicher Betrieb, als Milchbetrieb? Meistens Soja, es gibt nur die andere Sache mit Raps oder andere Proteinträger, aber Soja ist ja ziemlich verbreitet und man sieht es ja zum Beispiel auch dieses Jahr, GVO verändert es, Soja ist preisgünstig zu kriegen, GVO freies. Zahlt man richtig und zwar richtig saftig. Und darum habe ich mir damals schon von 2017 auf 2018 ein bisschen Gedanken gemacht, bin denn unter anderem über die Firma KWS, über YouTube-Beiträge und so weiter mal draufgekommen und habe das ein wenig näher verfolgt. Wir sind ein landwirtschaftlicher Betrieb, wohlgemerkt konventionell, nicht bio oder sonst irgendetwas. Wir treiben 90 Hektar insgesamt um, davon sind ungefähr 20 Hektar Acker. Somit sind wir auch in unserer Fruchtfolgegestaltung
ziemlich frei und nicht gebunden, weil wir da befreit sind. Wir haben unter den 25% Ackerland und deshalb ist unsere Fruchtfolge ziemlich maislastig. Wir bauen zwischen 12 und 14 Hektar Mais an, davon sind ungefähr 4 Hektar Körnermais und 6 bis 8 Hektar Mais ohne Gemenge. Auf der restlichen 6 bis 8 Hektar, je nachdem, bauen wir dann noch Getreide an, Weizen oder Gerste, je nachdem, wann dass der Mais wegkommt, dass wir dann das Getreide einbringen, wenn es frühzeitig ist, und dann hauen wir noch eine Gerste drauf. Und ansonsten, so wie zum Beispiel dieses Jahr, da haben wir einen Weizen ausgesät, weil einfach der Aussaatzeitpunkt zu spät war. Nach dem Getreide machen wir dann eine Zwischenfrucht. Zum einen eine, die der Herbstbegrünung dient, wegen Fakt und so weiter. Und wenn es sein muss, sind wir dann immer noch flexibel, zum eventuell auch für Futterbau noch ein wenig was machen. Wir haben 60 Milchkühe plus Nachzucht, insgesamt ungefähr zwischen 100 und 110 GV. Liegen ungefähr auf 500 Meter, haben 900 Liter durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge. Wir sind eingebettet zwischen Höchste, Heiligenberg und Gehrenberg in Deckenhauser Tal drin. Unser Boden ist vorwiegend ziemlich schwer. Von dem her ist auch ein ziemlich gutes Wasserhaltevermögen da, was uns bezüglich der Befahrbarkeit eher die früheren Jahre, wenn gelebt, Probleme bereitet hat. Wir bauen das Maisbohnengemenge an seit 2018. Da könnte man jetzt mal einen Folienwechsel machen. Jawohl, da sehen wir zum Beispiel dieses Bohnengemenge. Und zwar ist das von der Freudenberger. Die haben davor mal ein bisschen geguckt, was es gibt. Und da war es so, dass es mir unter anderem geäußert hat, dass auch auf die Abreife zu achten ist. Es gibt verschiedene Bohnensorten. Und da gibt es auch verschiedene Abreifezeitpunkte. Es gibt frühreife Sorten, was unter anderem auch zu abgestorbenem Pflanzenmaterial führen kann im Gemengeanbau und somit wäre dann auch unter anderem eine Verpilzung oder die Verpilzungsgefahr wäre dann höher in der Silage. Bitte mal nächste Folie. Und deshalb haben wir uns dann entschieden für das Maisbohnengemenge. Und auf dieser Folie, da ist zum Beispiel zu sehen, wie das so langsam aus dem Boden rauskommt. Nächste Folie. Wir haben im ersten Jahr keine Mischaussaat gemacht. Also nicht der Mais mit der Bohne gemischt und dann ausgesät, sondern im ersten Jahr haben wir es mal ausprobiert und haben zuerst den Mais gesät und sind dann ungefähr in der gleichen Spur gefahren mit demselben Sägerät und haben die Bohnen ausgesät. Wir haben damals noch keine Erfahrungen gehabt und haben einfach mal probiert, was möglich ist, was man machen kann, was in diesem Jahr war. Durch die Lochscheibe an dem Sägerät hat mir nur auf eine Saatstärke gegangen können. Beim Mais waren wir auf 85.000 Körner pro Quadratmeter und die minimalste Aussaatstärke bei den Bohnen war damals technisch nur möglich von 60.000. Also wir haben ein ziemlich bohnenlastiges Verhältnis gibt.
Aber man muss auch dazu sagen, ich war in diesem Jahr ziemlich mutig und experimentierfreudig. Mir hat der Forscher 3 Schnitte Weidelgras zum Beispiel weggekauft vom Acker. Und das haben wir in 2018 wieder gemacht. Und dann war auch die Aussaat ungefähr Mitte Juli. Und 2018 war ja dieses typische Dürrejahr. Wir haben bei uns in der Gemeinde zum Beispiel 630 Liter Niederschlag Kett in diesem Jahr. Und da ist mir zum ersten Mal dieser Begriff mit nutzbare Feldkapazität bezüglich Wasser so richtig bewusst worden. Weil wir haben unter anderem durch das Weidelgras, wo wir davor geerntet haben, haben wir ziemlich viel Wasser entzogen, dann den Acker pflügt, ausgesät, die Bohnen drauf, oder halt Mais-Bohnen-Gemenge. Und der Ertrag hat dann eher zu wünschen übrig gelassen. Wir können weiter. Das ist ein Bild im Bestand, wenn man dann nachher weitergeht. Also in diesem Jahr 2018, durch das, dass die intensive Vornutzung da war, ist der Mais etwas überschaubar gewesen von der Entwicklung her. Er war dann am Schluss immerhin noch 1,5 Meter hoch. Nächstes Bild bitte. Die Bohnen haben sich sehr schön entwickelt. Kolbeansatz an der Maispflanze war auch da. Und da ist zum Beispiel auch zu sehen, die Stangenbohne braucht eine Stange. Und hier dient einfach bei den 2 Schwestern von den 3, dient die Maispflanze als die Stange für die Bohne. Nächstes Bild bitte. Hier ist richtig zu sehen, wie sich die Bohne um die Pflanze rumschlängelt, bis nach oben auch über die Fahne vom Mais drüber genommen. Nächstes Bild mal. Und wie es denn die Schote bildet. Es ist, das Gewicht von der Bohne ist nicht zu unterschätzen. Je nachdem, wie gut, dass sich die Bohne entwickelt. Man braucht eine gut standfeste Sorte. Im Jahr 2018 haben wir den Balu drin gehabt. Das ist ein 220er. Und, ja, das komplette Gemenge, das haben wir dann im November war es, glaube ich, Anfang November, haben wir es weggehäckselt. Und da kommt, glaube ich, als nächstes dann die Inhaltsstoffe von der Futteruntersuchung. Jawohl. Es ist zu sehen, dass der Proteingehalt bei der normalen Maisilage ist schon bei der 78. Und beim nächsten Bild, da sieht man dann, dass der Proteingehalt, der Rohproteingehalt, wesentlich höher ist. Auf was zu achten ist meine Erfahrung, meine Meinung. Die Schote bei der Bohne, die soll sich entwickeln können. Also die Bohne, die braucht einen standfesten Partner. Und die Bohne, die muss sich entwickeln können, die muss auch reifen können, durch das, dass es verschiedene Reifesorten gibt, muss man sich da langsam rantasten. Jetzt können wir eins weiter. Das war zum Beispiel im Folgejahr 2019. Da haben wir dann nochmal extra gesät, die beiden Partner, sondern im Gemischtverfahren. Da waren wir dann auf den 8:4, wie eingangs bekannt geworden ist. Und
Da ist aber auch zu erkennen, dass es zwischendurch auch Lücke geben kann. Es ist nicht einfach technisch möglich, dass immer genau abwechselnd in der richtigen Reihenfolge das Maiskorn bzw. das Bohnenkorn in der Saatschacht reinfällt, sondern es kann sein, dass auch mal 5 Maiskörner nacheinander kommen oder irgendwelche 3 Bohnenkörner nacheinander kommen und deshalb ein paar Bohnenpflanzen nacheinander folgen bzw. zu viele Maiskörner hintereinander sind. Also das genaue kann man da jetzt nicht gewährleisten. Das ist zum Beispiel unter anderem auch ein Bild vom Acker. Nachdem das ja in 2018 nicht ganz schlecht war, wird der Bauer ein bisschen mutiger und macht im Jahr 2019 dann ein bisschen mehr und sät es auch noch früher aus. Wir haben das um den 20. April ausgesät. Und da sieht man unter anderem auch, die Bohne ist frostempfindlicher als die Maispflanze. Und deshalb sind zum Teil auch Lücken da. Es hat sich nachher erholt. Einige Pflanzen, die sind anscheinend später doch noch gekommen. Es war dann später vom Proteinertrag, war es eigentlich okay. Nächstes Bild bitte. Was mir auffällt bezüglich der Biodiversität, da ist eine Blüte zu erkennen. Die Stangenbohne, die wachsen eigentlich komplett weiter. Man hat eine Mischung später, wenn im unteren Bereich Schaschote da sind. Sind im oberen Bereich am Ende der Stangenbohnenpflanze sind Blüten da, was einfach die Biodiversität steigert und was auch zu sehen ist und die Schlussfolgerung meinerseits ist, man muss der Bohne Zeit geben, dass die genug Schote bilden kann. Wenn man sie zu früh weghäckselt und dann verzichtet man auf Proteinertrag. Bitte weiter. Da sieht man zum Beispiel die schöne kräftige Bohnenblätter drauf. Weiter. Das ist ein Bild vom Feldrand. Und das soll unter anderem auch mal einen Eindruck geben von der Pflanzenmenge, die auch einer Maispflanze zusätzlich angelastet wird. Bei einer Maispflanze sonst schwätzt man ja vom Gewicht circa von 50-50, 60-40 von Pflanze, Kolbe und so weiter. Und wenn da von der Stangenbohne nochmal richtig kräftig Material draufkommt und dann muss die Pflanze, die Maispflanze, die sogenannte Stange für die Bohne, muss einfach kräftig sein. Bitte weiter. Da sieht man es zum Beispiel auch nochmal, wie auch schon von der Maispflanze was rausknickt, was raushängt. Bitte weiter. Das war jetzt vom vergangenen Jahr. Man wird immer mutiger und so weiter. Also wir haben im Jahr 2018 den 220er abgebaut, der Balou, der ist von der BSV. Im Jahr 2019 war es dabei Rossa mit FAO 250. Im Jahr 2020 war es der Bellissimo und im vergangenen Jahr, man bestellt ja schließlich der Same im Winter, war es Ende Skov, das ist ein 290er. Und hier ist ein Bild vom Maiskolbe. Und bitte mal das nächste.
Hier ist ein Bild vom Mais mit der Bohne. Es sind schon leicht hellere Schote zu sehen. Also wir sind da mit dem 290er in eine Phase reingekommen. Der Mais war eigentlich für die Reife nur zu wenig reif, um das Optimum von der Stangenbohne rauszuholen. Die Stangenbohne geht schon langsam in die Totreife rein. Die Bohnen und so weiter sind richtig reif. Der Mais selber war da noch in der Milchreife. Wir haben diesen Mais, den wir da ausgesät haben, leider erst Ende Mai reingebracht, weil zwischendrin war einfach das Wetter denn bescheiden. Körnermais war früh genug drin, aber der andere Mais habe ich langsam dabei gepusht. Und ja, nachher ist, wie es vielleicht der eine oder andere auch leider verspüren hat müssen, die Regenphase kommen und durch die schwere Böden haben wir unseren Mais nicht rein trecken wollen, sondern einfach nur ein trotzdem brauchbares Saatbeet. Und deshalb ist es Ende Mai geworden, bis der Mais reingekommen ist. Der Erntezeitpunkt war dann am Schluss nach Frost natürlich dieses Jahr in der letzten Oktoberwoche. Ein Ergebnis von der 2021er Maisanbau kann ich leider nicht vorlegen, aber die nächste Folie. Hier ist nochmal zu sehen von der Maispflanze mit der sehr reife Bohnenpflanze. Nochmal eins weiter. Ja, und jetzt sind wir bei den verschiedenen Ergebnissen aus 2019. Jawohl. Da war es zum Beispiel so, dass bei der Maisbohnensilage aber der Proteingehalt bei 109 war. Bitte nächste. Und bei der normalen Maissilage war er aber bei 86 in 19. Bitte nächste. Hier ist jetzt zum Sehen von der Ernte 2020. Bei der Ernte 2020 habe ich irgendwas was weiteres ausprobiert. Von denen 8:4, also 2/3, 1/3 Aufteilung, bin ich etwas abgewichen auf der einen Fläche und zwar auf 60-40, also der Bohnenanteil höher gelegt und unter anderem war es auch nur Engsaat, weil das eine Fläche war, die zum Teil erosionsgefährdet ist. Ich wäre nicht verpflichtet, weil sie zum Engsaat machen, aber ich habe es öfter mal ausprobieren wollen. Das Resultat war, die andere Maisfläche, die war jetzt schon so weit zum Weghäckseln. Dieser Mais war damals dann neu ganz so weit, wie man eigentlich sein hätte sollen. Aber das Wachstum war einfach gigantisch. Der Mais hat sich entwickelt vom Allerbesten. Die Bohne auch. Und deshalb ist unter anderem auch die Last von der Bohne am Mais dran, ist zu hoch geworden. Und vor einem Wetterumschwung haben wir dann einfach die Sachen wegkommen wollen. Und daraus ist dann auch resultiert dieser Rohproteingehalt von 77, was mir eigentlich ein Stück weit widerstrebt hat. Ich habe einfach mehr Protein raufholen wollen, hat in diesem Jahr nicht funktioniert. Mais hat sich super entwickelt. Die Bohne hat mir da in diesem Jahr zu wenig Proteinertrag gebracht. Haben wir nochmal eine Folie? Okay.
Okay, jetzt sag ich noch ein paar Sachen zu der anderen. Also bei der Unkrautbekämpfung, durch das, dass wir konventionell sind, spritzen wir natürlich Stomp-Corol B. Wir machen bezüglich Düngung noch natürlich die Gülle, 25 bis 30 Kubik Rindergülle und Unterfußdüngung, da kann man auch mit Kalkstickstoff und einhalb Doppelzander. Und je nachdem, wie es nötig ist, machen wir dann noch eine, und wie man auch kann, eine Reihe düngen. Ja, mit der Ernte. Die Ernte ist zum Teil nicht zu unterschätzen. Also wir haben im Jahr 2018 hat es funktioniert, ja. Im Jahr 2019 war der Lohnunternehmer da mit seinem Häcksler. Der Häcksler, der hat das Zeug nicht richtig reingenommen. Das hat die ganze Zeit vorne versteckt. Und er hat dann einen anderen Häcksler organisieren müssen mit einem anderen Gebiss. Und nachher ist es gar nicht wohlgemerkt. Er hat auch noch quer zu der Aussaatrichtung fahren müssen. Aber da ist es dann reingegangen. Ich weiß, jetzt haben die Landmaschinenhersteller inzwischen was geändert oder wie. Seit dem Jahr 2020 haben wir einer mit einem Glashäcksler und da funktioniert die Ernte eigentlich, man kann sagen, fast tadellos. Der Häckslerfahrer sagt, du musst halt nach 2 oder 3 Runden mal kurz absteigen und die Bohnenranke, die auf den Bügel oben drauf sind, die musst du mal runterschneiden oder so. Aber ist von dem her weniger das Problem. Es geht, es ist eigentlich weniger als Hindernis zu betrachten. Die Erträge, wir erntet zwischen 70 und 90 Kubik Silage pro Hektar, entspricht ungefähr den 50 Tonnen Frischmasse pro Hektar. Bei der Silierung da haben wir dann noch KE mit rein, also Milchsäurebakterien, einfach als Silierhilfsstoff. Wir haben eine Rationsgestaltung ungefähr von 60-40, sowas, also 60 Gras Silage, 40 Mais Silage. Die Silagequalität kann ich jetzt nichts Negatives drüber sagen, dass es weniger gefressen wird. Also wir kommen auf die 22 bis 23 Kilogramm Trockenmasseaufnahme, kommen wir nach, das passt, das, hat, das funktioniert. Und mir hat am Anfang ein wenig das mit dem Fasingehalt eher zurückhaltend, ja, gestimmt. Nach den verschiedenen Publikationen und so weiter habe ich dann aber keine Bedenken mehr gehabt und darum macht man das weiterhin. Funktioniert gut, haut nach. Besonders positive oder negative Auswirkungen auf die Tiergesundheit kann jetzt so auch, wie der Herr Jilk zum Beispiel beschrieben hat, kann ich nichts Negatives berichten, keine Veränderung. Was mir sehr, sehr stark auffällt, das ist der sogenannte Vorfruchtwert von diesem Gemenge. Also gerade bei dem Acker, wo wir 2018 das mal ausprobiert haben, haben wir 2019 den auch wieder Silomais angebaut. Und wir haben nur die Stoppler gemulcht, der Acker gelassen, so bis im Frühjahr. Im Frühjahr sind wir dann draufgefahren, beziehungsweise der Lohnunternehmer zur Gülleausbringung mit dem großen Fass zum direkten Eiarbeiten. Und die Bodengare, die war fantastisch. Also im Prinzip danach nur mit einer normalen gezogenen Ecke durchfahren. Hätte gereicht, zum den Mais nachher aussehen. Also die Bodengare selber,
die war fantastisch. Was das am Boden Gutes tut, finde ich phänomenal. Das sind die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Auch im Jahr 2019, wo wir dann auf der Nachbarfläche anbaut haben, da war es so, dass wir in Folge dann Wintergerste anbaut haben. Dieser Acker ist in Wasserschutzgebietszone 2. Wir können keine Gülle-Ausbringung machen auf dieser Fläche, sondern nur mit Festmisch. 2020 war ja dann dieses Gerstejahr, war es auffällig. Ich hätte eigentlich einen Mineraldünger raus tun sollen. Der Regen war aber ziemlich verhalten. Wir haben nicht genau gewusst, kommt oder kommt nicht. Es ist genug Regen prophezeit worden und ist keiner gekommen. Deshalb waren wir dann ein bisschen vorsichtig mit der Mineraldüngerausbringung. Und diese Gerste hat dann erst im Anfang Mai die erste Stickstoffdüngung gekriegt und hat da aber vom Stickstoff, welcher durch die Bohne gesammelt wurde, zehrt. Wir haben den 85 doppeltrescht bei der Gerste in Zone 2 und damit waren wir eigentlich sehr, sehr zufrieden. Abschließend kann ich sagen, ich würde weiter an dem Maisbohnengemenge bleiben. Was ein wenig Optimierungsbedarf ist und sein wird, ist die Abstimmung vom Reifezeitpunkt, dass die Maissorte selber und die Bohnensorte selber, dass die eine ziemlich synchrone Abreife kriegt. Ich denke, da sind denn die Bohnenzüchter, weil es gibt ja, glaube ich, zwischen 30 und 50 verschiedene Stangenbohnensorten. Neckarkönigin ist eine sehr frühe, ist nicht zu empfehlen. Hexens, man hat einen sehr, sehr frühen Mais, den kann man vielleicht in Neckarkönigin nehmen. Was mir aufgefallen ist von der Biodiversität bezüglich Befall von nicht Insekten, sondern größere Tiere. Wir haben eher das Problem mit dem Dachs, nicht Wildschweine, sondern der Dachs. Und da habe ich den subjektiven Eindruck gehabt, dass wenn die Bohnen mit drin sind, durch das, dass das eher ein wenig so eine Schlinge ist und so weiter, dass der Dachs da eher drin hängen bleiben könnte, dass der Befall und der Schaden vom Dachs geringer war als bei meinem Nachbar. Wichtig ist natürlich in solchen Fällen, dass wenigstens ein Nachbaracker mit Mais da ist, wo sich der Dachs denn austoben kann. Fast Florians Prinzip. Verschon mein Haus, zünd's andere an. So nach dem Motto. Nee, Scherz beiseite. Es wird auch ein Stück weit so beschrieben, dass dass Hase und sonstige Viecher da drin eher Schutz findet. Weil die Reihe selber, man kann nicht vom Anfang des Ackers bis ans Ende gucken, sondern man hat einfach die Bohnenranke, wo er durchschlingelt und dann hat Feldhase und Ähnliches auch noch ein bisschen Platz. Ja, ich glaube, ja, das war im Großen und Ganzen. Ich bedanke mich und bin auf Frage. Ja, herzlichen Dank, Herr Keller. Das war sehr interessant. Wir sind jetzt auch schon eine Viertelstunde über der Zeit und es sind doch einige Fragen im Chat gelandet. Also die Veranstaltung war bis 8:30 angesetzt. Also vielleicht haben ja die Referenten auch noch ein bisschen länger Zeit und der Lust hat, bleibt einfach noch ein bisschen hier in der Veranstaltung drin. Ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall schon mal ganz offiziell für die Teilnahme, für die gute Referate und Berichte. Ich denke, das war sehr vielseitig und wir haben viel mitgenommen. Und ja, dann wünsche ich allen einen schönen Abend und viel Glück, wenn Sie Versuche starten mit Mais-Bohnen-Gemenge. Und jetzt, Andreas, würde ich sagen,
Dann gehen wir einfach nur, die noch Zeit und Lust habe, gehen wir noch auf die Frage im Chat nur ein. Ich weiß nicht, alle werden wir nicht beantwortet kriegen, aber ich denke so ein paar. Also müssen wir das Kamera machen. Können wir, genau, probieren wir da noch ein paar Fragen unterzubekommen. Die erste bezieht sich auf das Projekt, war auch tatsächlich die allererste Frage. Möchte noch Ihnen beantworten, wie viele Teilnehmer oder Praktiker sind am Projekt beteiligt? Bei dem Genialprojekt selber sind keine Praktiker beteiligt. Beim Vorgängerprojekt AgriAdapt hatten wir mit 30 Pilotbetrieben zusammengearbeitet in Deutschland. Das war ein europaweites Projekt. 120 Praxisbetriebe waren es da insgesamt aufgeteilt auf vier Länder und damit auch vier verschiedene Klimazonen. Genau. Jetzt, das war noch eine Frage, die sich an Frau Müller-Lindenlauf richtet, bestimmt. Da war die Frage, wie der Besatz an Wildbienen und Hummeln erfasst wurde. Genau, also bei den Wildbienen haben wir sogenannte Transektbegehungen gemacht zu 5 Zeitpunkten. Da geht man eine definierte Zeit, das war bei uns 20 Minuten, durch den Bestand. Wir haben einmal eine Zentrumsbegehung gemacht, da geht man halt mitten durch den Bestand durch und auch am Rand. Was ich jetzt gezeigt habe, ist von der Mitte, das ist das Spannendere und zählt halt alles, was man findet. Wenn man sich auskennt, kann man vieles im Feld bestimmen und die man nicht bestimmen kann, die werden dann abgefangen und nachbestimmt. Genau, also 5 Zeitpunkte. Okay. Prima. Dann genau, gab es eine Frage zur Lagerneigung und da hat aber jetzt Herr Keller ganz ausführlich, wie auch schon drauf geantwortet gehabt. Nochmal eine Frage zum Fasin. Wird das beim Siliervorgang abgebaut? Herr Jilk, haben Sie dazu Informationen? Gut, es gibt Informationen aus der Schweiz. Da wurde allerdings sehr unterschiedliche Ergebnisse festgestellt. Bei den Weglasversuchen hat der Fasingehalt beim Silieren abgenommen, in den Ballen komischerweise nicht. Bei unseren Versuchen war die Fasingehalte so niedrig, dass man da keine vernünftige Aussage machen kann. Es ist aber bekannt, dass Fasin auch in den Formen im Pansen abgebaut wird durch die Mikroorganismen. Also wir sind da eigentlich nach dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Da kann also nichts passieren, dass irgendwelche gesundheitliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. Und zweitens werden ja hauptsächlich fasinarme Sorten eingesetzt, sodass das Problem gar nicht groß entstehen kann. Ja. Okay, und Herr Keller, ich hatte es auch aus Ihrem Vortrag so rausgehört, dass Sie mit Fasinen auch keine Probleme hatten. Nee, also Fasin wäre ja eigentlich sozusagen als Bitterstoff und Futteraufnahme Hämmer, dass die Schmackhaftigkeit in der Silage eher gestört wird. Und da habe ich keine negative Erkenntnisse sehr. Wohlgemerkt, ich kann es nur anhand von der normalen Fütterung sagen. Ich habe keinen parallelen Versuch laufen, sondern es sind einfach so die Sache aus der Praxis, was man so sieht. Also da mache ich irgendwelche andere Faktoren, mache ich da wesentlich mehr aus, wie falsche Rationsgestaltung, Nacherwärmung, falsches Silomanagement. Okay. Weil jetzt die Praxis angesprochen, wir haben einige Praktiker dabei oder praxisnahe Fragen. Da möchte ich mal drauf eingehen. Zum einen auf das Saatgut, wie hoch da die Kosten für das Bohnensaatgut sind und ob Sie die Komponenten selber zusammengemischt haben oder ob es da auch Fertigmischungen gibt. Also bei mir war es so, dass ich von der Freudeberger Saatgutzucht diese Mischung aus den drei verschiedenen Bohnensorten, die sie fertig gemischt anbietet, habe ich verwendet. Im ersten Jahr jeweils solo gesät. Im zweiten Jahr haben wir es dann gemischt. Das heißt, pro Hektar so und so viel Säcklin Maissaatgut, so und so viel Säcklin
vom Bohnensaatgut in ein Behältnis rein und dann mit der Schaufel gemischt, beziehungsweise ist nur darauf zu achten, es gibt diesen, das nennt sich, glaube ich, Rhizoma-Aktivator oder wie das Ding genau heißt. Das heißt, die Bohnen, die müssen davor geimpft werden, falls eventuell der Leguminose-Anteil in der Gesamtfruchtfolge zu gering ist, dass die Leguminose richtig schaffen können. Also das heißt, das Säckle mit den Bohnen nein in die Wanne, dazu das Fläschle, durchmischen und dann das Maissaatgut dazu und nachher ab in den Saattank und aussehen. Kostet eine Einheit von dem Bohnensaatgut, 50.000 Körner, waren 150 Euro. Es kann sein, dass sich was ändert. Das ist das, was ich bisher zahlt habe. Okay, genau. Moment, dann hatten wir die hier weg. Hier nochmal eine Frage zum Saatgut. Kann man sagen, dass das Mais mit S250 gut zur Bohne passt? Also Figaro S250. An mich oder an die Frau Müller-Lindner? Frau Müller-Lindner oder Sie, wer sich berufen fühlt. Also es passt auf jeden Fall gut. Also bei uns passt es gut zusammen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn man einen Standort hat, wo der 250er nicht passt, dass man dann den 250er anbaut. Das wäre jetzt nicht meine Empfehlung, weil dann nutzt man halt den Standort nicht so günstig. Die Bohne ist dann eventuell zu früh durch. Ja? Aber wie gesagt, der Mais ist immer noch die Hauptertragskomponente dabei. Aber passen tut's gut, nur muss halt auch zum Standort passen. Ich weiß gar nicht genau, was Sie jetzt zum Standort haben, Herr Keller, vielleicht können Sie da noch mal was zu sagen, welchen Mais Sie verwenden. Also man ist ja experimentierfreudiger nach den super warme Jahre wurde und deshalb auch in diesem Jahr 2021 der 290er, weil in 2020 haben wir unter anderem sogar einen 290er gedroschen. Also den kann man es ja mal probieren. Dieses Jahr sind wir sozusagen mit diesem 290er auf die Schnauze gefallen, weil in den Jahren davor, 2019 und 2020 waren optimale Maisjahre, weil Mais ist eine T4-Pflanze und nimmt die richtig heiße, warme Temperaturen besser auf und wertet die besser. Und die Bohne, die hat da eher eine Wachstumsdepression. Dieses Jahr war es so, dass die Temperaturen für den Mais suboptimal waren. Der Mais ist nicht so gut gewachsen. Die Bohne war aber im Optimalbereich, das heißt, die Bohne war wesentlich schneller durch und der Mais ist hinter dran gehängt. 250er passt zu der Mischung. Okay, danke. Da gab es noch eine Frage. Sie hatten von Engsaat gesprochen. Was ist bei Ihnen damit gemeint gewesen? Sind es 50 Zentimeter oder 37,5 oder was ganz anderes? Egal. Das ist die 37. Okay. Hatten Sie Probleme mit Drahtwurm? Nein. Bei Ihnen, Frau Müller-Lindner, sind da auch Probleme mit Drahtwurm aufgekommen oder auch nicht? Wir hatten dieses Jahr Drahtwurm in einem anderen Versuch. Da hatten wir andere Blühmischungen drin, aber das war eher mehr im reinen Mais als in der Blühmischung. Aber wir müssen nicht, wir hatten dann andere Untersaaten, andere Gemengepartner drin. Aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass das irgendwie aussagekräftig ist. Wir haben da aus dem Grund kein Problem mit dem Drahtwurm, weil Mir mache ich ja das mit der Unterfußdüngung, mit dem Kalkstickstoff. Und den Kalkstickstoff, darauf zu achten bitte, dass das Düngerband
versetzt abgelegt wird bei der eventuellen Verätzung. Aber dadurch wird unter anderem auch noch ein bisschen der Befall von Drahtwurm und so weiter eher dezimiert, eher verhindert. Ansonsten kommt noch dazu, dass durch den Kalkstickstoff eher eine Mobilisierung zum Beispiel auf dem Phosphat kommt. Okay, dann hatten wir jetzt noch zwei spannende, vielleicht machen wir noch so bis 9 etwa, sonst man kann sicherlich je nachdem den Abend damit füllen mit den Fragen, die kommen. Aber genau. Und zwar gab es, ja, möchte hier noch zwei Fragen. Und zwar braucht die Bohne eine Anbaupause, wie beispielsweise Klee oder Luzerne, oder ist es bei dem Ertragsanteil, der so gering ist, eigentlich nicht der Fall? Das ist eine sehr gute Frage. Die haben wir uns auch schon gestellt, haben aber keine Ergebnisse dazu, weil wir das halt insgesamt seit 10 Jahren machen und eben nicht in der Fruchtfolge, sondern im Versuchswesen. Ich würde mich mal grob an den Anbaupausen sonst für Stangenbohnen, Ackerbohnen mal in erster Näherung orientieren. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, tatsächlich dauerhaft mit jedes Jahr Bohnen reinzugehen, vor allen Dingen nicht im Ökolandbau, wo man mit Leguminosenmüdigkeit dann ja auch schneller Probleme kriegt. Aber untersucht haben wir es noch nicht. Das wäre dann so eher, um Risiken zu vermeiden, halt nicht zu eng zu gehen, auch wenn der Anteil geringer ist. Und dann noch eine Frage zur Verwendung der Bohnen. Warum werden bei der Mischkultur oder mit der Mischkultur bei uns nicht mehr Bohnen für den menschlichen Verzehr produziert, wie beispielsweise in Österreich in der Steiermark mit Käferbohnen? Wäre das möglich praktikabel, wenn man es, ich nehme an, es hängt, wäre dann mit zusammen, ob die Gemengepartner dann auch ähnlich abreifen und man sie dann gereinigt bekommt, getrennt. Wie sehen Sie das oder wie schätzen Sie das ein, Herr Keller oder Frau Müller-Wildendorf? Also wir haben uns mal überlegt, haben jetzt bei uns keine Versuche gemacht, weil wir bei uns in Tachenhausen gerade erstmal anfangen mit dem Körnermais. Also wir waren bisher nicht so ein Körnermais-Standort, jetzt durch die klimatischen Veränderungen kommt es. In klassischen Körnermais-Standorten kann man das sicher versuchen, ähnlich wie in Österreich. Da ist halt so ein bisschen die Frage, hat man die Technik dafür? Ne? Die Österreicher mit ihrer Käferbohne, das wird getrennt gesät. Diese Käferbohne hat eine viel höhere 1000-Kornmasse. Kann man deswegen nicht im selben Sätank säen. Und man muss es anschließend halt auch auseinandersortieren und man muss den Markt für die Speisebohne haben. All das ist hier bei uns ein bisschen anders als da, wo jetzt das typische Käferbohnenanbaugebiet ist. Warum sich das in Österreich so entwickelt hat und bei uns am Rhein nicht schon, das kann ich auch nicht sagen. Das sind ja auch oft kulturelle Gründe, historische Gründe. Also bei uns in der Gegend, also im Radius von 10 Kilometer, da hat es von 3 Betriebe, weiß ich, die es machen, die es ausprobieren. Es wird so gemacht, wie Sie gesagt haben, Frau Müller-Lindelauf, getrennt gesät, eventuell auch sogar noch in einem zeitlich abgesetzten Verfahren. Das heißt, der Mais circa 3 bis 5 Tage vorher und nachher die Bohne oder die Bohne wesentlich tiefer rein. Aber es gibt unter anderem Ernteprobleme. In der Steiermark, die haben eher dieses kontinentalere Klima mit früherem Frost, so dass die Bohne auch abreifen kann, dass die Bohne dann trocken wird und später dann in der Abreife nicht diesen Nebel, den wir zum Beispiel hier in der Bodenseeregion haben. Einer ist bei Salem und 2 Stück hat es bei uns im Deckhausental, die das machen. Aber wir haben das Problem, dass wir im Spätherbst einfach neblige Tage haben, wo denn das komplette Pflanzenmaterial schlecht abtrocknen kann. Und deshalb ist auch diese richtig schöne Reife für die Ernte ist dann ziemlich fraglich. Mache die Ernte selber, mache sie meistens mit einem
mit einem normalen Mähdreschergebiss. Funktioniert das? Die Sortierung selber ist eigentlich auch weniger das Problem. Man braucht halt die Vermarktungspartner und so weiter. Die Sachen da haben in dem Bereich, die sind eigentlich eher, wenn sie noch in der Kinderschuhe im Probelauf. Was mit der Käferbohne ist, die Käferbohne ist, so wie Sie gesagt haben, circa dreimal länger wie die Bohne aus dem Stangenbohnengemenge und sind auch von dem her wesentlich größer. Also mit der normalen Sätechnik, mit der meisten Sätechnik funktioniert es nicht richtig. Außer man baut das Gerät um und macht da was. Da gibt es auch von der Hersteller spezielle Umbausätze, aber das kostet wieder richtig viel. Die haben manche pro Säeinheit um die 400 Euro. Gut. Sabine, magst du noch ein Abschlusswort oder ein Fazit? Also, oder vielleicht noch die letzte Frage war hier noch, wie viele Kilogramm Stickstoff wurde in Aulendorf bei reinem Mais bzw. bei Maisbohnengemenge gedüngt? Ja, bei wem jetzt? In Aulendorf war die Frage. Ja, gut, es wurde, ich weiß die Zahl nicht genau, auf jeden Fall wurde gleich gedüngt. Es war zusätzlich noch zu berücksichtigen, dass in jedem Jahr Blähgras als Vorfrucht auf dem Acker stand. Also die Stickstoffversorgung war auf jeden Fall gut. Und ich habe auch mal nach Rhizobien, nach Knöllchen geschaut. Ich habe also keine gefunden. Offensichtlich war also die Versorgung mit alternativem Stickstoff gegeben. Das sieht natürlich auf dem Ökobetrieb wahrscheinlich völlig anders aus. Da ist es richtig interessant, die Leguminose als Stickstofflieferant zu nutzen. Das hat Frau Müller-Lindenlauf ja vorhin dargelegt. Gut. Ja, vielen Dank. Also ich denke, jetzt ist dann kurz nach 9. Ich denke, wir beenden das jetzt hier. Wie der Andreas schon gesagt hat, man kann sicher noch eine Stunde weiter diskutieren und Fragen stellen. Also nochmal ganz herzlichen Dank an die Referente, auch dass sie länger ausgeharrt habe, als eingeplant war. Und ja, ich denke, wenn Fragen sind, auch von den Teilnehmenden, ich denke, Frau Müller-Lindenlauf und der Herr Jelg, ZBW, ist sicher immer gut als Ansprechpartner bereit, auch noch Fragen zu beantworten im Nachhinein oder gerne auch an uns. Wir können sie auch weiterleiten. Ja, gut. Dann wünsche ich Ihnen alle noch einen schönen Abend. Alles Gute und bleibe Sie gesund und herzlichen Dank für die Teilnahme. Okay. Auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.